kann ich es jetzt mal beweisen. Also der nächste Flugplatz wäre Golf Mama Mama Sierra und es gibt nichts. Also selbst hier als Direktflug kann man das nicht erreichen. Ja, dann müssen wir eben nochmal frei nach Schnauze fliegen. Immerhin, die Spitfire hier ist flott genug, die kommt mit der Geschwindigkeit einigermaßen klar. Nicht wahr? So, auch wenn sie einen komischen Dingens hat hier, ne? Pedale? Ja, irgendwas bewegt sich da schon bei den Pedalen. Gut, dann fängt das ganze Elend an, üblicherweise mit Bremse raus und Gas geben. Und alles Weitere findet sich dann unterwegs. Caution. Und natürlich wieder Spornradflugzeug, also... Schauen wir mal, oh, dreht sich schon schön zur Seite. Kommt jetzt aber langsam in die richtige Richtung. Ah, hätte ich jetzt nicht weggucken dürfen, um die Mountainkamera anzuwerfen. Oh. Ja, eine Witzkamera, was war das denn? Hauptsache genug PS, ne? Boah, da zieht mir hier aber am Steuerknüppel. Haben wir so viel Wind? 10 Knoten von vorn ist auch nicht so tragisch. Oh ja, oh 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 oh. Also, erstmal da oben Gelände gewinnen. Wenn man ein bisschen höher ist, ist das alles schon nicht mehr so tragisch. Ui, ja, 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 ja. Oh, der gewinnt aber gehörig an der Höhe. Die ersten 1000 Fuß haben wir gleich. So, ihr seht da ein bisschen mehr. Ihr seht da 1,8, 2000 Fuß. Ich kriege hier nur 1,4 angezeigt. So, dann driften wir jetzt mal in diese Richtung hier. Boah, die lässt sich aber schwer drehen. Bin ich zu langsam für sowas? Einfach, ich komme jetzt erst in den grünen Bereich bei 200. Oh, Fahrwerk sollte ich vielleicht noch einfahren. Mit der Mühle kann man schon Spaß haben. Bisschen viel Spaß. Gut, ich würde mal sagen, Autopilot an. Autotrottel an. Halt mal die Höhe. Ja, fliegt nach Nav, bringt natürlich nichts. Fliegt mal nach Heading. Was immer Heading sein mag. Da gucken wir jetzt mal eben nach. Ne? Der Autopilot kümmert sich ja darum, dass die Mühle hält. Und als Heading brauchen wir so ungefähr 213. Heading steht jetzt auf 280, also drehen wir entsprechend nach unten. Mal schauen, was das, wie gut das daher wirklich ist. Geschwindigkeit ist eine Idee zu viel. Nochmal 200, doch, 220 müsste an sich können. Ach, komm, machen wir 215, da stehe ich sowieso gerade. Höhe haben wir 1800, da geht natürlich mehr, weil wir haben es ja. PS haben wir ja reichlich, gehen wir mal auf 3. Das Wetter ist ja ausnahmsweise mal schön. Ja, und ich glaube, man kann hier ruhig mal 2000 Fuß Steigung eingeben. So, schnell raus, Bilder machen. Den hier noch eben ganz klein werden lassen. Und dann nach draußen und Foto machen. Ist wichtig. Ja, sowas zum Beispiel. Das sieht doch schick aus hier. Paff. Ja, sehr schön. Die Farbe, die Bemalung der Maschine passt auch sehr schön zum Gelände. Was ist das für ein interessanter Hafen hier? Ja, steht nicht dabei. Unwesentliche Details vermutlich. So, ich glaube, so können wir bleiben. Lautstärke Motor geht vielleicht ein bisschen weniger. Da. So, in der Luft sind wir erstmal. Haben offenbar noch ein bisschen vor uns. Och
Aber das sieht soweit ganz gut aus, ne? So ungefähr wenigstens. Kompass und Baro ist geregelt. Safi ist das Zielobjekt. Wie ihr seht, auch hier wieder unseren Sportflugplatz, den ich hier zwar eingeben kann, aber X-Plane 11 kennt den nicht. Nimmt den nicht zur Kenntnis. Ist nicht einprogrammierbar. Jedenfalls nicht in die kleinen Online-Navis. So, das ist das. Wir fliegen nach Safi. Dann gucken wir doch mal, ob Safi hier auch irgendwie bekannt ist. Ich will euch ja auch irgendwie was Lehrreiches vorlesen. Ne? S-A-F-I. Könnte man eigentlich einen eigenen CIAO-Code draus machen. Safi aus dem mazirischen Asfi Flut. 350.000 Einwohner zählende Großstadt, Region Marrakesch-Safi. Marrakesch, da müsste doch eigentlich Marrakesch in der Nähe sein, ne? Schauen wir doch mal eben. Marrakesch, ach, da unten ist Marrakesch, ne? Das ist leider zu weit für uns ab vom Schuss. Aber damit ihr jetzt künftig wisst, da ist Marrakesch. Und da gibt es auch Berge. Also jetzt auf dem ersten Flug wohl noch nicht so sehr, aber in dem nächsten Flug, da müssen wir schon damit rechnen, dass wir in hügeliges Gelände kommen. Landzunge, noch eine Landzunge, da drin, mittendrin Landebahn. Naja, schauen wir mal. So, Safi. Safi, 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 Großstadt. Lage und Klima. Wirtschaft. Wichtigster Hafen- und Industriestandort des Landes nach Casablanca. Das Hinterland von Safi, vor allen Dingen die Region um Yusufia und Kouribga, ist sehr phosphatreich. Die felsigen und staubtrockenen Böden werden großflächig gesprengt, abgebaggert, zerkleinert, chemisch zu Granulat weiterverarbeitet und als Düngemittel exportiert. Aha. Die gesamte Phosphatproduktion Marokkos sowie die Weiterverarbeitung und der Export liegen in der Hand des staatlichen Office Chérifien de Phosphat. In den letzten Jahren ist verstärkt von Gesundheits- und Umweltproblemen durch Industriestaub und die chemische Weiterverarbeitung die Rede. Darüber hinaus haben sich in den letzten Jahrzehnten auch andere Industriezweige in und um Safi angesiedelt. Bla bla bla, Keramik, Geschichte. Geschichte finde ich immer interessant. Das ist wahrscheinlich der erste, der größere von beiden. Wir schaukeln ein bisschen. Das könnte mit der Geschwindigkeit zusammenhängen, mit der Fliege oder mit Seitenwind. Wir haben 7 Knoten Rückenwind. Ich nehme mal ein bisschen Geschwindigkeit raus. Es kann immer sein, dass er 210 statt 215. Ach, guck mal, jetzt sieht es aber auch sehr afrikanisch aus, wie man sich das vorstellt. Wenig Grün, viel Brauntöne. Der breiteste Strand der Welt eben. So, bereits der Geograf Idrisi im 12. Jahrhundert und der Gelehrte Ibn Chaldun im 14. Jahrhundert berichteten von Asfi oder Safi als einer wichtigen Hafenstadt. Nachdem bereits im Jahre 1253 die Genuesen den Stützpunkt in Safi errichtet hatten, dessen weitere Geschichte jedoch im Dunkeln liegt, gründete Mitte des 15. Jahrhunderts die Portugiesen eine Handelsniederlassung für Sklaven, Gold und Elfenbein als Zwischenstation auf ihrem Weg nach Schwarzafrika und Indien. Von 1508 bis 1541 war die Stadt fest in portugiesischer Hand und wurde von einer ca. 3 Kilometer langen gebüschten Mauer umgeben. Aufgrund wiederholter Angriffe der Berber in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts mussten die Portugiesen den Ort jedoch wieder aufgeben. Das kommt mir wie bekannt vor. Als Handelsstadt war Safi jedoch weiterhin von Bedeutung. Im 17. und 18. Jahrhundert bestanden rege Kontakte nach Europa. 1751 versuchte König Friedrich V. von Dänemark, letztlich erfolglos, durch den Abschluss eines Freundschafts- und Handelsvertrages mit Mullai Muhammad, dem Statthalter von Marrakesch, dänische Stützpunkte in Safi und Santa Cruz do Cabo de Gué oder Cabo de Aguer, heutiges Agadir, zu errichten. Aha. Sehenswürdigkeiten. Neustadt, Altstadt, große Moschee, noch eine Moschee, ein christlicher Sakralbau, blablabla, bla, bla. Festung, Persönlichkeiten, sonstiges, bla, bla, Partnerstädte. Bla, bla, bla. Also, viel gibt's jetzt hier, gibt die Wikipedia nicht her. Und wir haben noch einige Minuten zu fliegen. Was machen wir denn da? Oh, erstmal regle ich mich. Oh, knirsch. Ich bin
bin ja im knackigen Alter. Das heißt, alles knackt. Und schön immer so ein Krampf in den Halsmuskel. Der ist immer klasse. Echt super. Zum Glück habe ich ja hier eine Kopfstütze, der es mir so richtig bequem machen kann. Falls ich es nicht oft genug erwähnt haben sollte, ich zähle 57 Lenze. Dafür habe ich mich sehr gut gehalten, ich finde. Außergewöhnlich frisch, hübsch, schön. Eine dominante Alpha-Tier-Ausstrahlung. Also unbeschreiblich eigentlich. Deswegen beschreibe ich mich auch gar nicht erst, so wie ich es gerade getan habe. Man sieht neben meinem Kopf diese drei glühenden Punkte von den Infrarot-LEDs. Ja, wie sie sich bewegen, wie es dann umgerechnet wird vom Rechner. Dummer Wetter. So. Ja. Also das Zielgebiet kann man irgendwie schon sehen, denke ich. Aber da sind wir noch nicht. Also, ein großer Pinökel. Davor alles gerade. Also was immer ein Pinökel kommt, der muss es sein. Das ist der erste. Dann ein Hä? Oder noch ein Hä? Und da drin liegt die Stadt. So. Ja, dann muss das ja schon der erste sein, ne? Wenn das andere alles gerade ist. Ab, falsch rum, so. Ja, erster Pinökel. Ja, davor ist alles gerade. Ja, alles gerade. So, erster Pinökel. Dann der zweite und da drin liegt dann die Stadt. Ja, die Richtung hier im Großen und Ganzen schon mal nicht so verkehrt. Die Flughöhe könnte man möglicherweise geringfügig korrigieren. Das ist bei 16.000 Fuß. Irgendwas ist da schiefgelaufen. Halt mal die Höhe. So. 16.000. Okay. Dann drehen wir die Geschwindigkeit jetzt mal ein bisschen raus. Sagen wir mal auf 150 runter. Und die Höhe, da habe ich jetzt viel zu schrauben. 17.100 Fuß haben wir jetzt. Da habe ich wohl nicht aufgepasst, was? Ihr hättet ja auch don't sagen können. Aber was macht ihr? Ihr lasst mich irgendwo ins Nirvana fleuchen. So, von 17.000 schraube ich mich jetzt runter auf. Ja, ich bin jetzt bei 7. 6, 5.000, 4.000, 3.000. Na, auf 2.000 runter erstmal, ne? Und machen dann Vertical Speed wahnsinnig viel nach unten. In der Hoffnung, ja, 2.000 Fuß pro Minute. Reicht das überhaupt? Gehen wir auf 3000 Fuß pro Minute und behalt mal im Auge, wie schnell das Ganze fällt. So. Ja, das Ganze fällt sehr schnell, das muss es auch. Zum Glück wird unsere Geschwindigkeit nicht höher. Also, da müssen wir uns schon mal keine Sorgen machen, dass wir uns irgendwelche wichtigen Teile abreißen, noch bevor wir überhaupt unten ankommen. Also schon in der Luft abstürzen, gewissermaßen. Diese Fliegerei hat ihre Tücken, jawohl. Und immer wieder, jetzt bei diesen Lichtverhältnissen bereits, kann man sehr schön sehen, dass dieses Lämpchen, diese LED-Beleuchtung hier unten drunter, dass sie durchaus einen Unterschied macht, ne? Noch nicht so viel, aber sie macht ihn, ja. Bei der Mountainkamera sowieso, ohne Lichter unten drunter, würde man überhaupt nichts sehen. Immerhin kann man hier diesen einen weißen Strich erkennen, dann kann man ein bisschen besser sehen, ob sich irgendwas nach rechts oder links dreht mit dem Autopilot. Aber momentan tut sich nicht viel, obwohl wir in dieser Höhe 16 Knoten Seitenwind von schräg links hinten haben. Ja, gucken wir mal. Auf 13.000 sind wir schon runter. Haben wir ja nur noch ein paar Tausend. Müsste mal reichen, bevor wir unten ankommen, ne? 2800 Fuß habe ich jetzt eingestellt. Pro Minute. Sollte man vielleicht für die erwähnen, die noch nicht so lange durch die Gegend fliegen. Ja, ein bisschen im Cockpit mal uns umgucken, ne? Einfach so, ohne besonderen Grund. Move. Chassis lock lever while aircraft is on ground. Chassis lock lever. Keine Ahnung, was das ist. Gastlock kenne ich ja, aber
Nor ist Flight. Was? So weit kann ich den Kopf nicht drehen, dass ich das lesen kann. Ist auch nicht so wichtig. Ja, Bordwaffen haben wir dabei, aber ich glaube, wenn wir die benutzen, dann kriegen wir hier politische Differenzen. Und ehrlich gesagt habe ich es auch nicht so eingestellt, dass ich einen Knopf für Bordwaffen hätte. Müsste ich mal machen, weil es gibt bestimmt irgendwelche lustigen Dinge, die man mit Bordwaffen so anstellen könnte. Aber momentan fallen wir noch wie ein Stein vom Himmel und das ist auch gut so. Auf 9000 Fuß sind wir schon. Jetzt zeigt hier schon unterschiedlich an. Ne? Da sind es deutlich mehr Füße als hier. Ich vermute mal, das hier ist Radarhöhe und das ist Luftdruckhöhe. Und Luftdruckhöhe kann durchaus abweichen. Geschwindigkeit genauso. Das eine könnte Airspeed sein, das andere Geschwindigkeit über Grund. Also die 172 Knoten oder 170 Knoten, das ist über Grund definitiv bei dem Rückenwind. Und ich habe hier 155 Knoten Airspeed. So, wie war das jetzt? Erster Pinökel, zweiter Pinökel, Stadt. Mal gucken, ob ich die Landebahn im ersten Überflug finde oder ob wir da dann doch ein bisschen Augenmaß mal Pi und so. Das könnte natürlich durchaus ein bisschen Stadt sein. Ja, eventuell sollten wir es ein bisschen mehr rechts halten. Links, das andere rechts sozusagen. Da möglicherweise schon? Nee, ne? Naja, also sein könnte das schon. Wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen weiter ausholen hier. Ist nicht auszuschließen, dass das helle da ist in der Mitte des Bildschirms oben am Rand, dass das die Landebahn ist. Aber ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Keine Ahnung. Würde ich mal vorschlagen, dass ich jetzt mich wieder reinsetze ins Cockpit als Richtung total woanders hindrehe, nämlich da lang. Da ist die Stadt da, wo die vielen Bäume sind. Ich kann es echt nicht erkennen. Habe ich eben den Kopf oben rausgehalten. Sieht fast so aus, ne? So, die Höhe haben wir erreicht. 2000 Fuß. Sind noch bei 150. Weiß nicht, das ist zu weit ab vom Schuss. Ich glaube, die Landebahn ist wirklich mehr mitten in der Stadt, wenn ich das richtig gesehen habe hier. Und sie läuft ein bisschen quer zu uns. Aber es wird schon fast da, also wir müssen wirklich aufpassen. Ja. Okay. Dann wird es jetzt ja so langsam interessant. Also, Autopilot erstmal aus. In Richtung neutral trimmen das Ganze hier. So. Das ist ja die Startbahn, da wo keine Bäume stehen. Muss ja hier auch nichts heißen, ne? Ja, ich denke mal da, wo so viel Platz ist. Ne? Ansonsten wüsste ich ehrlich gesagt nicht, wo sie den ganzen Bebauern was unterbringen wollen. Ja, definitiv.
Lader machen. Wind haben wir kaum. Also viel zu schnell, also Autothrottel aus. Wie läuft der Autothrottel weiter, habe ich den Eindruck. Nee, der Eindruck fälscht, ist falsch. Laps raus, da ist die Landebahn. Fahrwerk ist raus, glaube ich. Fahrwerk, Gier. Jetzt, ja. Na gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe und nicht davon ausgegangen bin, wird schon richtig sein. 100 Knoten haben wir noch drauf, das ist vielleicht ein bisschen wenig. Seitenwind praktisch nicht vorhanden. Ganz schön viele Hochhäuser. Aber auch wenig Grünanlagen. Oh, wenn das mal gut geht. Hui. Ich sollte die Füße von den Pedalen lassen, dann kann das Flugzeug wenigstens landen. Gulp. Ja, man sollte nicht übertreiben, ne? Ich weiß schon, warum ich diese ganzen Militärmaschinen, also zumindest die mit den Spornrädern nach Kräften meide. Dahin? Oder dahin? Nein, ich denke dahin, ne? Ich glaube, ich versuche hier gerade nicht erst zu steuern, sondern fahr querbeet über den Wüstensand. Welche Rabatten kann ich ja nicht kaputt machen hier? Lässt du das sein? Das ist immer Wingtip, ne? Das geht auf die... Mal gut, dass das nicht mein Flugzeug ist. Ups, guck ich mit dem Kopf schon wieder oben raus, ne? So, ich habe mal wieder das auffälligste Flugzeug mitgebracht. Den Burschen leider nicht sehen, wenn er da vor dem Flugzeug steht. Wenn er gleich gehäckselt wird, das persönliche ist Pech. Ja, ich halte mal lieber ein bisschen Abstand, sonst bin ich hier noch verantwortlich für irgendwie Sauerei auf der Landebahn. Also, Motor aus, Elektrik aus, wie immer, dasselbe Spielzeug hier. So, und rumgucken. Ach ja. Ja, der ist schon da zum Aufräumen, ne? Golf Information, what is your Golf? EC-70, Golf Victor, runway 24, clear takeoff, wind 240, 21. Ja, also es ist schon so ein bisschen ab vom Schuss, habe ich den Eindruck. Obwohl 300.000 Einwohner ist ja nicht wenig. Schönen Hafen haben sie. Aber wenn ich mir das Satellitenbild so angucke, ja, ich glaube, das Satellitenbild hat recht. Und X-Plane nicht, deswegen liegt die Landebahn hier auch irgendwie mitten im Neubaugebiet. Ja, vielleicht gibt es doch den Flughafen tatsächlich nicht mehr, er ist überbaut worden oder so. Vielleicht bedeutet dieses Einfahrtverboten-Kennzeichen ja nicht, dass es irgendwie so ein Regionalflughäfchen ist für die Sportflieger, sondern dass es den gar nicht mehr gibt. Dann hätte natürlich X-Plane vollkommen recht, sich zu verweigern. Naja, auf jeden Fall, wir hatten unseren Spaß. Vielen Dank fürs Reingucken und noch mehr Spaß beim nächsten Mal.